Herzlich willkommen zu einem neuen Angelvideo auf diesem Kanal. Neues Gewässer, bisher noch nie gefischt. Es dreht sich fast alles ums Karpfenangeln. Naja, eine Raubfischpose ist auch dabei. Jedoch bedeutet neues Gewässer auch gleich neues Angelglück. Heute bin ich an einem für mich komplett unbekannten See. Den habe ich vor 2 Jahren einmal auf der anderen Seite umrundet, aber ohne zu angeln. Einfach nur so, weil da ein schönes kleines Bad ist. Mehr aber auch nicht. Und jetzt bin ich einmal hier, um diesen See zu befischen. Ich habe mich auf der Vereinsseite schlau gemacht, was hier an Fischen zu erwarten ist. Und dementsprechend werde ich mich heute ausrichten. Einerseits soll es hier Karpfen gehen. Wie das bei mir heute funktioniert, werde ich sehen und ich lasse mich überraschen. Das Boot ist jetzt soweit vorbereitet. Der Nachmittag ist ziemlich weit vorangeschritten. Wir haben es jetzt schon fast 2. Ich werde jetzt da drüben auf der anderen Seite die Spots markieren. Einen an dem Baum da hinten, einen an der kleinen Einbuchtung und den anderen da drüben. Außer vor Ort sieht es anders aus, als ich mir das vorstellen kann. Dann ändere ich natürlich meinen Plan. So, einmal kalibrieren die Heckkiste. So sieht die Seite hier aus. Ich habe hier 3 Stellen angesetzt. 2 im Bereich der Rohrkolben. Die eine genau hier am Übergang, die andere 20 Meter weiter hinter. Und die letzte liegt eigentlich hier vorne direkt unterm Schilf. Da ist eine Stelle, die ist richtig freigefressen unter Wasser. Die Sichttiefe beträgt knapp 2 Meter. Ich zeige euch gleich nochmal die eine Stelle und dann fahre ich wieder zurück und baue alles auf. Nachdem ich zurück war von der Spot-Erkundung, habe ich begonnen, meinen Tackle vorzubereiten. Das heißt, die Lieder, das Blei, die Haken und letztendlich die Köder auf diese Haken montiert. Und damit waren dann die Ruten startklar. So sieht die Montage aus. Das ist ein Durchlaufblei, was, wenn der Fisch sehr stark dran zieht, sich selbst löst und dadurch frei auf dem Lieder läuft. Die ist jetzt fertig, die geht raus. Die Zeit ist gut vorangeschritten. Wir haben es jetzt gegen 3. Es wird auch ehrlich gesagt Zeit, dass endlich die Ruten rauskommen. Der Wind, wie man sieht, ist ziemlich stark. Ich schätze mal eine 4, 5 aus Ost, Südost, Nordost. Das sollte aber mit dem kleinen Boot passen. Der Wind wirkt ordentlich auf das kleine Boot. Aber es kämpft sich durch. Es wird schon klappen. Die beiden Angeln sind jetzt so weit draußen, 170 Meter bis zur anderen Seite. Der See ist ziemlich groß, er geht hier hinten um die Ecke noch mal weiter, mindestens in der gleichen Länge. Ich werde jetzt gleich erstmal das Camp aufklaren und wenn ich das alles aufgeklärt und aufgebaut habe, dann werde ich versuchen, 1, 2 Köderfische zu fangen. Wenn das klappt, werde ich hier vorne an der Kante auf mit Köderfische auf Raubfisch gehen und wenn es nicht klappt, werde ich die 3. Angel auf Karpfen rauslegen. Das Camp habe ich jetzt soweit aufgebaut. Ich bin jetzt dabei, ein paar Köderfische zu fangen. Den ersten habe ich schon. Den zweiten, dritten, vierten möchte ich ganz gerne noch haben, dann bin ich safe für die Nacht. Ich habe vor, im Prinzip hier vorne in die Richtung so 10, 15 Meter vom Ufer auf Raubfisch zu gehen. Ich bin eigentlich ganz positiv. Der Wind steht hier drauf. Das heißt auch Futterfisch ist hier. Mal sehen, ob ich einen Barsch, Hecht oder vielleicht sogar einen Zander hier überlistet kriege, weil gemäß Besatzliste sollen hier Zander drin sein. Thank you.
Sonne ist untergegangen, wir haben es kurz vor 8 oder 8 durch. Ich werde jetzt beide Routen einmal erneuern, bisher hat sich noch nichts getan. Wobei ich sagen muss, an der Wasseroberfläche ist extrem viel Bewegung. Nicht nur am Schilf, sondern auch in der Mitte des Teichs. Was das ist, lässt sich schwer sagen. Ob das Karpfen sind, die steigen, große Hechte oder irgendwas anderes, keine Ahnung. Aber das ist schon ordentlich Masse, die da springt. Die erste Route ist soweit vorbereitet, die geht jetzt raus. Die Köderfischangel ist auch draußen, die habe ich schon rausgebracht. Die ist ungefähr von mir aus gesehen so 10 Meter raus und da ist eine Kante, eine sehr markante Kante sogar. Und zwar geht dort die Wassertiefe von was auch immer auf 3 Meter. So, Schnur wieder unter Wasser, damit der Wind die Schnur nicht vertreibt. Die Sonne ist weg und ich hatte die ersten leichten Anfasser auf dem Köderfisch. Den Fisch habe ich natürlich kontrolliert, das waren leichte Einbisse zu sehen, also es war kein Hecht, auf jeden Fall nicht. Ja, bringe ich wieder raus und mal sehen. Der Fisch hat auch keinen Anschlag. Hat jetzt komplett eingesetzt und im Gegensatz zu meinem Lieblingssee, den ich befische, ist es hier relativ still. Na gut, so habe ich ein bisschen Zeit, die Sterne zu beobachten und auf den Abläufer zu warten. Da es hier so still war, die Zeit weiter voranschritt, entschloss ich mich wieder ins Zelt zurückzuziehen und dann ging der Pieper los. An dieser Stelle war es eigentlich richtig angenehm, auf den Karpfen zu reagieren. Natürlich war er weit weg, aber die Stelle, ich konnte ziemlich weit reinlaufen, das Wasser war flach. Er stellte sich kurz auf der anderen Seite quer, bockte ein paar Mal in der Mitte und dann entschloss er, auf mich zuzuschwimmen. Kurz als er den Kescher sah, bockte er noch ein, zwei Mal, aber sonst ließ er sich eigentlich hier vorne relativ widerstandslos einnetzen. Petri. Ja, ein schönes Kalb. Das ist der Gute. Gute 80 cm hat er. Es ist 11 Uhr durch. Ich hatte eben gerade den wunderbaren Abläufer. Der Karpfen war etwas über 80 cm in der Länge. Gewicht habe ich nicht gemessen. Bis auf den Pink Current und den Honigpapap. Das Boot habe ich soweit vorbereitet. Das geht jetzt raus und mal sehen, ob noch einer soll. Das war für mich ein wirklicher Alarmstart. Ich war so ziemlich gut weggedöst, also kam das für mich wie aus dem Nichts, war ein bisschen tapsig, aber ich habe ihn letztendlich rausgekriegt. Meter. Und da kommt her. Auch dieser bockte ein bisschen auf der anderen Seite, kam dann aber komplett entgegen und wehrte sich dann natürlich erst wieder vorne vor dem Kescher, der kleine Freund. Und zwar richtig, obwohl er ein Stückchen kleiner war als der andere. Petri. Das ist er. Der ist nicht ganz so groß. Aber der zweite heute Nacht. Wir haben es jetzt 2:30. Die Sonne ging auf. Das Licht brach sich empor. Ich hatte einen kleinen Gast, der hier und da auf den Angeln saß und gefischt hat. Einen wunderschönen guten Morgen.
habe jetzt die Grundangel gewechselt von Grund auf Pose. Und zwar, weil es hier an der Oberfläche ordentlich Raupen tut. Die Nacht ist rum, wir haben es jetzt kurz vor 7. Ich war extrem kurzweilig. Nicht nur die beiden Karpfen, die ich in der Nacht gefangen habe, auch die Bewegung auf dem Wasser. Was man gestern Nachmittag schon erahnen konnte, war, dass hier ordentlich Bewegung auf dem Teich ist. Das hat sich weiter bewahrheitet. Da war richtig viel. Ich werde jetzt noch ein, zwei Stunden angeln, dann anfangen in Ruhe zusammenzupacken. Und dann war es das auch schon. Was ich persönlich an diesem Morgen gefeiert habe, war die Lichtstimmung. Allein wie das Licht sich brach und wie die Natur in den Farben da lag, war für mich einfach wunderbar. Und die Prinzip, den Stress wert, hierher zu fahren und sich von der Arbeit zu holen. Sowas ist in erster Linie für mich Entspannung pur. Und das schon am frühen Morgen. Ich brachte nochmal den Köderfisch mit dem Beetboot raus, um einfach in größerer Entfernung den Raubfischen nachzustellen. Der kleine Eisvogel kehrte immer wieder zurück und mit der Zeit wurde er nicht zutraulich, das will ich nicht sagen, aber er ließ sich von mir nicht mehr verscheuchen, also bis auf 5-6 Meter konnte ich an ihn ran und ihn dabei beobachten, wie er versucht hat, die Fische zu fangen. Die Zeit tickte gnadenlos und eigentlich wollte ich nicht, aber letztendlich musste ich Feierabend machen, weil weitere Termine warteten und der Rückweg ziemlich weit war. Als Resümee für das neue Gewässer war für mich, erstmal bin ich total überrascht, dass es mit Karpfen gleich funktioniert hat. Okay, ich bin über den See gefahren, habe mir auf der anderen Seite die Schilfgürtel angesehen. In der Folge kann man schon eingrenzen, wo sich die Tierchen bewegen. Dass mit Raubfisch nichts ging, tja. Ist leider so, die Raubfischzeit kommt noch, weil der Herbst jetzt losgeht. Jetzt am Schluss füge ich noch ein paar Aufnahmen vom Uferbereich ein, die unter Wasser gedreht worden sind. Das hatte ich in erster Linie gemacht, um für mich mal zu testen, wie das funktioniert. Am Ende bleibt mir zu sagen, für alle, die bis hierhin durchgehalten haben, recht herzlichen Dank. Petri und bis zum nächsten Mal.